Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Saubertin und heute gibt es das erste Match der Progression Series League. Wir spielen heute gegen Horus mit Yu-Gi-Oh! Insider. Wir haben uns da zusammengesetzt, haben das Game gespielt. Ich nehme das hier in Retrospektive auf, das heißt, ihr werdet sehen, wie wir es gespielt haben. Ich weiß schon, wie es ausgegangen ist. Für alle, die mein Pack Opening gesehen haben, ihr werdet wissen, unser Deck hat ein paar Probleme und es gibt viele, viele witzige Momente in dem Game, in den Games, die wir gespielt haben. Bleibt auf jeden Fall dran, habt Spaß damit. Alle Links zur Progression Series unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall mal auschecken. Und lasst dem lieben Insider auf jeden Fall mal ein Abo da, denn cooles Projekt, was er hier gestartet hat. Und ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Und ohne weitere Verzögerung geht's jetzt in das Match rein. Ja, bin gespannt. Bist du Paper Gang oder bin ich? Nein, bist du nicht. Gut, dann darfst du anfangen. Draw a card. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Hitsumi geil. Oh, macht Auto-Selecting, obviously, ja. Yeah. Ja, klar. Ich hab sie jetzt so angestellt, ja. Das okay. Mystical Move. Komm mal drüber. 1-7. 17 Beatstick. 1-7 ist böse. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit Board of Greed. Du hast wenigstens einen, wir haben keinen. Ach no, ja. No pot here. So, gucken wir mal, rechnen wir mal. Ja, das kriegen wir hin. Guck mal, mach mal Mountain. Ja, wollte schon sagen, der muss. Und dann spielen wir die stärkste Schlag im Spiel. Alter, ich wusste, es kommt eine Krone. Und dann gehen wir nochmal hier Battleface. Hauen wir nochmal rüber. Über den Hitsumi rein. Den Giganten. Der nichts gigantisiert. Und können wir gerade darüber sprechen, dass du gerade einen Zyklopen mit einem Mond ausgerüstet hast? Ja. Wenn ich, warte mal, wenn ich den Mond zerstöre, geht dann dein Gebirge flüten? Ja, natürlich, hallo, wird alles überschwemmt, weißt du. Weißt du, was viel lustiger ist? Du hast Spalt gezogen! Ich hab nicht mal Spalt. Urabi, okay. Urabi ist auch eins der stärksten Monster, das ist direkt hinter dem Vogel. Ja. Okay, dann machen wir das so. Set one passes ist mir schon recht. Man-Eater Bug. Genau. Komplette Zerstörung. Also die Frage ist, greifst du rein ein oder greifst du nicht dran? Das ist hier die Frage. Warte. Hier kommt mein Sarg. Trial of Nightmare. 1-3, das ist ja richtig stark. 1-3, das ist richtig krass. Das also, Blech was weg. Krasser ist, 2000. Mauer. Ja. kennst du die Szene in so Cartoons, wenn die gegen so eine Wand rennen? ich wusste, dass es ein 2000er ist, aber ich muss spielen. So, und dann haben wir noch hier unser Witty Phantom. Oh no. Und das ist so witty, das kriegt erstmal ein bisschen Energie. You activate my trap card. Ey, ich wusste das. Wisst ihr, was das Geile daran ist? Die habe ich nicht mal gezogen. Das ist eine Rare. Ja. Das ist eine Rare, wahrscheinlich darum. Nee, die ist eigentlich gar nicht so selten. Aber ich habe auch... Mein Ziehglück war unglaublich insane. Ihr werdet sehen, wenn ihr das Opening seht. Haha, nimm meine Wand. Oh nein, der Aquamador. Oh nein. Wie soll ich ihn horten? Das ist echt eine gute Frage, wie soll ich denn outen? Also wir halten fest, du hast auf jeden Fall schon mal bessere Karten gezogen als ich. Also der finde ich noch nicht so überzeugend. Du hast Removal. Ah, besser sein. Du hast ich glaube, bisher ist unser Vorsprung nur meinen überragenden Deckbau-Skills geschult. Auf jeden Fall. Alter, Hytomi-Reise mit Mond und Wald, komm schon, das ist impressing as shit. Oh hey, er hat ein Pot of Greed aktiviert, wir haben die Chancen im Deck out. Genau, ihr könnt mich deckern. Ach, aber dein Ernst? Du sollst keine Witze machen, das passiert im Format öfter, als du denkst. Der Biberkrieger, wer kennt ihn nicht? Ich sag nur, wir ban Insect Barrier. Okay, komm, dann machen wir mal hier ein bisschen Druck. Dein Ernst, du spielst einen Tributmonster für 1-6-5? Alter, ich spiel drei von denen. Ich spiel drei von denen, because of lack of attack damage. Oh, nicht schlecht. Oh, euer Draft muss ich mir auf jeden Fall angucken. Weißt du, was mich richtig ankotzt an dem Ding? Dass es ein Warrior ist und kein Fiend. Ja, weißt du, was ich mache? Ich gebe den einfach auf die Hand zurück, weil... Nein! Disrespect. Der kommt wieder. Das ist mir egal. Vielleicht eben auch. Ich lasse dir den Helden hin auf einen Attack, damit du ein bisschen Damage machen kannst. Ja, Alter, ich brette dir jetzt 5000 aufs Feld. Ja. Wer kennt's nicht? Mach keine Witze über Blue Eyes. Das könnte so ziemlich alles sein. Ja, schön wär's. Jetzt mal den Dev, damit ich nicht den Damage des Todes fresse gleich. Dann holen wir mal den Celtic Guardian, ne? Den haben wir auch. Gehen wir mal Hain hier. Alter, hat halt noch eine. Ja, der Hain der ist strong. War das, ich glaube, es war auch eine Rare, ne? Eine Rare sein, glaube ich. Das war eine Rare, ja.
wenn ich verliere. Aha. Ah, das war so klar, ne? Take this! Warum habe ich den Def gedreht? Ich hätte mehr Damage machen können. Ja? Lächerlich. Was meine Wall zerstört. Ob du es glaubst oder nicht, das hat eine Überlegung dahinter. Was? Dahinter steckt eine Überlegung. So. Dann machen wir nochmal Urabi. Gucken wir mal. Wo wir die ganzen Beatsticks hier raus? Aber das ist eh der 2000er. Oh nein! Meine Wand! Oh Schreck! Witzig ist, hast du gerade auch mit Urabi angegriffen. Also wir haben quasi dasselbe wie der Schaden. Ja, so. Dinos, die in Magier rennen, ne? Ja, Urabi. Das Problem ist halt, Urabi ist halt schwächer als dein Zackmus-Ding da. Na, wie gut. Er macht einfach nichts. Aber weißt du, kriegst du ein Backout, ich schwör's dir. Weißt du, was geil? Ja, kriegen wir hin. Weißt du, warum? Schnelleres Deckout. Aber wann ist die Bandlist live? Nächstes Format. Noch nicht. Doch. Das ist das Entscheidende. Okay. Da mache ich mal das hier. High IQ Play. Swords of Revealing Light. Du hast Swords gezogen. Dein Alter, du hast Pots. Ja, aber dein Opening war richtig gut. Swords ist ein super rare. Man Eater Bug ist ein super rare. Ich habe nur Rares und noch Commons bekommen. Ja, aber die beste. Deine Rare. Nein, Quatsch. Der Kältekarten ist ein super rare. Wow, dann habe ich eine super rare bekommen. Brauchst du gar nicht den Flex runterzuschrauben, das läuft ja nicht. Ich habe eine super rare bekommen, yay. Erstmal meine Hähne hinmachen. Falls ich Tsukuyomi beschwöre oder was. Weißt du, was das Traurige ist in dem Set? Da ist ja zwei Secret Rares drin. Und eine davon kannst du halt nicht spielen. Ja, das ist halt der Gaia, der ist halt komplett. Der Gaia Dragon Champion ist. What? Jetzt die Frage, was ist das denn? Jetzt sind alle verwirrt. Ja, ohne Scheiß, was hast du da liegen? Eine Karte, von der ich selber nicht mehr wusste, dass sie in dem Set drin ist. Ich bin hart confused. Was liegt da? Also ich Wer einfach Angst hat. Sind so ein Stahl-Ogre-Grotto oder sowas? Das wäre witzig, aber. Das ist ein Fünfer. Da haben wir ihn nicht drin. Aber Succubus Knight für 1,650. The Return of the Succubus. Succubus. Oh mein Gott. Now she's getting mighty. Aber immer noch zu schwach, um den Akma da umzurennen. Wer Dino Slayer. Wir erreichen hier Angriffspunkte jenseits von Gut und Böse. Ah, wir haben Stufe 5. 1950 Angriffspunkte. 3000 Hu? 5000 What? So, jetzt nochmal die hier. Das sehe ich auch. Die Swords sind tot. Übrigens. Jetzt wird's spannend. Was liegt da? Er greift das Monster. Noch mehr hinein? Nee. Oh, ich komm drüber! Ja! Deswegen hab ich gerade auch so, oh mein Gott, ja, das Schwert. Und er so, nein! 16,50 sind bonkers. Ja, weißt du, was noch viel stärker ist als 16,50? 17,50. Oh. Und dann hast du noch so eine tolle Karte wie die hier. Der Boy kommt hier mit groß geschützt. Nee, 2050, Alter! Beyond broken, das geht gar nicht. Viel zu strong. So, jetzt kann ich von dir alles kaputt machen. Jetzt ist der Man Eater Bug. Ich sehe es schon kommen. Du hast natürlich zwei davon gezogen. Ich wette drauf. Nein, aber ich habe eine Idee. Ah, das ist natürlich ekelhaft. The Big Smart is live. Hast du meine andere Wall verstärkt? Weißt du, was der Witz daran ist? Stimmt. Nein! Ich liebe das alte Format, so viel Spells hin und her crushen. Gibt's was Schöneres? Also, witzig ist, wenn du deine Wall spielst, machst du meine Wall stärker. Das ist auch gut. Ich mach erstmal den Aquamotor kaputt. Ich glaube, ich habe gar keinen Giant Soldier gezogen. War der auch eine Super Rare oder war der nur eine Rare? Nee, eine Rare. War eine normale Rare. Weil der ist ja besser als der Akkumador. Mador ist auch eine. Nee, Mador ist eine Common. Ja, Mador ist. Nee, Mador ist auch eine Rare gewesen. Ist auch eine Rare, oder? Nee, alle 2000er Worlds waren Rares. Rare. Alle mit 2000 Death waren Rares. Bin verwirrt. Urabi. Was möchtest du angreifen? Genau der falsche. Verzweiflung. Die Verzweiflung steigt hier. Ja. Ist auf jeden Fall. Man sieht meine Strategie. Ich hab keine. Du hast einen Vogel erreicht. Achso, das Ding ist straight aus Legend of Zelda geklaut. True story. Don't tell me. Das ist aus Zelda geklaut, da haben sie zwei Flügel dran gemacht und jetzt ist das. Der Giant Sword of Stone und die verdeckte Karte. Ich bin so gespannt, was die verdeckte Karte ist. Okay, Tributmonster gezogen. Dann würde ich so sagen, wir riskieren es mal ein bisschen hier. Oh, jetzt wird der greedy, der Boy. Richtig greedy. Lilla Beatdown. So, dann. Terror the Terrible, der Name ist so gut. Gucken wir doch mal. Wäre gerade noch schrecklicher. Oh nein, bitte nicht. Also, denke gut, die Frage ist halt, was da liegt. Wenn das halt immer noch eine 2000er Wall ist, wenn du da, bei deinem Zielglück hast du ja mehr davon. Wir hatten
ziemlich Pech mit den Wards. Ich glaube, wir hatten nur die beiden, die du schon kennst jetzt. Hm. Ah! Dammit. Das ist so geil! Ich habe sie auch gesehen in meinem Opening, aber so. Ja, eigentlich sind ganz gut die Wards so ziemlich alles, was im Format rumläuft, ne? Alter, ich hatte gerade einen Yugi-Moment. Ich hatte so einen Yugi-Moment. Nein! Nein! Doch. Nein! Feel the curse of dragon! Nein! Go! Curse of dragon! Take flight! Nein! Der Vogel wird gebraten! Wir machen Nuggets draus! Das Problem ist, ich kann den nicht outen. Das ist das einzige Out, was wir ziehen konnten zu deinem Board. Das ist tatsächlich Game-Winning. Weil ich habe tatsächlich, ich kann das nicht outen. Alter, ich schwitze. Ich schwitze so ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen. Also für alle, die quasi das Deck gesehen haben, was ich spiele, ich kann das nicht outen. Weißt du, was noch lustig ist? Du verlierst zu Deck-Out. Ja, das ist sowieso. Ja, wir kommen da nie drüber, wir kommen nie über die Wall drüber, aber du verlierst zu Deck-Out. Wenn du den siehst, gewinnst du halt. Witzigerweise ist, egal welches Tributmonster ich bekommen hätte, was mehr als 2000 gehabt hätte, das wäre gut gewesen. Ja, aber es gibt auch nicht viele. Also, es gibt den Curse of Dragon. Na, pass auf, es gibt Curse of Dragon, Summon Skull, Dark Magician, Red Eyes, Blue Eyes. Blue Eyes, Dark Magician, Red Eyes, Blue Eyes. Gaia. Ja. Es gibt und ganz viele. Dryhound auch. Ah, stimmt, Dryhound. Das ist ja der andere Sieg. Genau, es gibt ganz viele. Also über 10. Ne? Also das ist halt so. Irgendeiner davon. Wir machen jetzt voll Yugi hier. Er hat sogar zwei davon. Ist das ein scheiß Ernst? Ich habe nicht ein, ich hab nicht eine Holo bekommen, ne? Nicht eine Holo. Außer den Celtic Guardian, ne? Und er hat hier den. Als ich den gesehen habe, dachte ich schon, wir gehen jetzt voll krass hier. Alter! Jetzt will ich extra Deckout gehen, nur damit du leiden musst, bis ich gewonnen hast. Er kennt sie nicht, die Tripwire Beast. Zerstöre. Ich glaube, das Ding spielen wir auch. Bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, Game 2? Ja, wenn du aber nur Port of Greed hast und nichts ziehen kannst, dann bringt dir das nichts. Port of Greed ist gut, wenn du Karten hast, die du ziehen willst. Stimmt. Wenn du nichts hast, was du ziehen willst, ist das vollkommen egal. Alter, unsere Hand ist so richtig Abfall. Also übelst. So. Mein Spielfeld ist gerade richtig Abfall hier. Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Was machen wir denn? Wir machen so, mal hier. Auf Feld. Nein, ich meine mein Feld, wie das aussieht. Ihr werdet sehen, wenn ihr das Video seht. So, Witty Phantom. Oh Gott, es geht stark los hier. Jetzt flext er hier wieder. Das ist unser stärkstes Angriffsmonster momentan. Aber sieht auch am coolsten aus. Es ist ein Schwert, was einen Sarg durchbohrt. Ja, also. Biberkrieger! Oh nein, der Biberkrieger! Ach nein, ein Nagetier. Eigentlich lustig, dass wir haben unterdessen doch schon von jedem Monster in Yugi's Deck, das er jemals gespielt hat, eben eine Retrain-Version bekommen, aber von dem noch nicht. Weißt du warum? Weil es der Biberkrieger ist. Ja. Guck ihn dir an. Ja. Nee, außerdem fehlt noch der. Außerdem fehlt noch der, wie heißt der komische wilde Kobold. Ja, stimmt, der auch nicht. Es gab mehrere, die wurden jetzt kommen, aber. Ne, so wie Konami kennen. Kobold gibt's doch was. Nicht das Feral Imp ist doch so quasi. Nein, erstens spielt das Ding Kalber. Ach, stimmt. Das, okay. das hat halt. Im OSG heißen die aber ganz anders. Mhm. Naja, die heißen ja Death, Feral Imp und auch so. Auch wenn du Staffel 2 schaust vom Anime, ruft er das Ding mal auf und es heißt ganz anders als Verrückter Kobold. Während ihr mal quatscht, zieh mal ein paar Karten, ne? So. Also Alter, hast du gerade echt zwei Pot of Cards ineinander gelegt? Ich hab mit dem einen den anderen gezogen. Was macht die Karte eigentlich? Aber es ist witzig, ich komme trotzdem nicht drüber. Ist so stumpf. Aber egal, komm hier. Falls du Curse of Dragon ziehst, dann hast du wenigstens ein bisschen Battleface. Oh nein. Das ist die zweite Wall. Bonk. Ich hasse dich. Oh mein Gott, ich hasse dich so sehr gerade. Also, du hast wenigstens Zauberkarten in der Hand. Ja. Und nicht mal das. Wenn ich nichts habe, was da drüber kommt, bringt mir das nichts. Weil du brauchst nur ein Monster ziehen, was du tributieren kannst, und dann hast du schon gewonnen. Also meine Wincon ist ja klar. Nein, habe ich nicht, weil du hast noch deine Hain. Nur mein Monster removen. Wind on ist von der Hand, wer kennt's nicht. So, das bringt mir nix. Steine klopfen. Oh nein. Wir müssen dir zeigen, dass wir noch da sind, ne? Nicht, dass ihr denkt, wir sind abgehauen oder so. Das Deck meines Großhauses hat keine lächerlichen. Das Ding sieht aus, als hätte es mein Opa zusammengestellt. Was hast du denn für einen Großvater, mein Freund?
Okay, wir gehen jetzt Full Risk Mode. Risk. Wir gehen jetzt Full Risk Mode hier. Das wäre zu witzig. Vernichte den lieber Krieger. Das wäre zu witzig, wenn ich jetzt einen Hain liegen hätte. Ich würde mich so töten. Töten vor Lachen. Das heißt, nämlich eine Wolke aufwenden, um das zu machen. Das heißt, mit dem Hain kann ich leben. Wenn ich aber dein Phantom ist tot. Das ist korrekt, ja. Das ist wie minus 3. Ja, dann. Achtung, Achtung, Holo im Anmarsch. Wow. Dum, dum, dum. So, Hain Hain. Nein! Wall. Das war auch eine Rare, das weiß ich. Ja, definitiv. Also, jetzt alle Words von mir. Dum, dum, dum. Wall. Bonk. Was? Nein, illegal. Dann setze ich noch eine. Was sollen diese Advanced Threats hier? Ich bin verwirrt. Ja, wenn du jetzt Curse of Dragon ziehst, kannst du drüber rennen mit der Mountain. Alter, wir ziehen nur Scheiß. Also wirklich. Hast noch nie gesehen. So willkommen so im Club. Du hast wenigstens Walls. Naja, die wollte nicht genug. Yes! Gerade so. Genug! Ich sage, wo ist Knight einfach zu strong für meinen Phantom King. Ich sag doch, der war gut. Düm, düm, düm. Alter. Ach, komm. Ihr habt Dark Magician gezogen, hör auf zu heulen. Ich heul doch nicht. Das triggert mich immer noch voll. Ich habe nicht einen Tribut untergezogen, was halt mehr als 2000 hat. Eigentlich brauche ich gar nichts machen, das ist eigentlich Bums. Eigentlich brauche ich gar nichts machen. Ich könnte einfach hier sitzen und sagen, macht ihr? Ah, das war dumm. Ah, lass mich zurück. Nein, ich hasse Yu-Gi-Bro. Also Edebro. Da muss ich jetzt. Da muss ich. Ja, ich wollte eigentlich. Oh setzen. Nein, Berge! Ich wollte ihn eigentlich setzen. Ja, jetzt musst du Full Ham gehen mit dem. Ja, jetzt muss ich zumindest sehen, der Stück rüber. No, not my Guardian. Na, warte. Die Berge mal ein bisschen begradigen. Ja. Terraforming. Okay. Mach Wald raus. Lassen. Ja, stimme zu. Aber was hast du da eigentlich verdeckt liegen? Mich auch interessieren. Nichts, was mir was bringt. Aber besser ist als die anderen Karten. Ja, Trapple. Trapple, okay. Stimmt, die war auch Elbe drin. Ja, das stimmt. Haben wir die nicht? Ne, wir haben, glaube ich, keine. Haben wir keine? Die einzige Falle, die wir hatten, war, glaube ich, diese Two-Pronged. Was auch die reicht. Die mal spielen würde. Das ist fein. Zieh dein Dark Magician und Obliterate. Alter, ich kann auch nichts machen hier. Willkommen to the party. Schon traurig, wenn 1650er Vanilla-Monster mit Level 5. Das stärkste Monster auf dem Feld ist, ja. Das Magnum Opus des Feldes ist. Das sind die Strategien, die wichtig sind. Okay, ist das worth it? Ich glaube schon. Nein. No. Das ist gut. Ich hätte gern mehr davon. Das ist nämlich einer der ganz okayen Karten. Ich glaube, im nächsten Set ist Block Attack drin. Wir sind ja erst bei Zug 31. Ja. Ach, das geht ja noch. Ja. Noch 16 Züge. Du bist der mit den Walls hier. Unsere sind durch. Das wäre gemein. Alter, echt? Ja, Mann. Ich hab gesagt, wir sollten nicht Otama spielen. Wusstest du, dass das Ding im Anime als seltene Karte bezeichnet wird? Ja. We summon the sock. Das war heute davon. Ach ja, was ich nur nicht erwähnen wollte, ne? War das. Hast du drei Töpfe? Ja, ich habe drei Töpfe. Dein Ernst? Ja, aber wenn du nicht ziehen kannst, was dir was bringt, was bringt dir das dann? Ja, du hast drei Töpfe. Ja, das ist halt komplett unnötig. Pass auf hier. Oh Gott. Hast du einfach mal jeden Birdspell reingenommen, den du gefunden hast? Sidedeck. Da ist er. Ja, der bringt viel. Ja, jetzt willst du sehen, was meine vielleicht die Karte ist. Kannst du noch mal Berge ausspielen? Ne, erstmal setze ich eine gerade hier. Nur um mich zu ärgern. Das ist ein Hain. übrigens, wir hatten noch eine Holo, noch eine Wall ist mir aufgefallen. Ja? Ja, wir haben noch eine mystische Elfe. Oh krass, ja, die habe ich nicht. Das ist übrigens auch eine Holo. Ja, die ist eine Super Rare tatsächlich sogar. Ja. Yep. Super Rare. Hain, sag ich doch. Ja, komm Curse hier. Tschüss. Wait, hast du mir gerade nicht den Curse gebounced? Nein, weil die andere mich viel mehr aufregt. Weil den sehe ich seit zwei Runden, die andere sind schon in der Zeit da. Hier, komm. Es ist nicht das Sarge, es ist das Schwert. Ist ja noch schlimmer. Das war dumm? Oh, okay. Ich habe nur vier Karten, was soll ich machen? Ich habe verloren. Das passiert übrigens, wenn man gute Karten sieht. Sagt er und hat drei Töpfe. Okay. Ja, aber ich habe nur drei Töpfe. Ja, aber wie gesagt,
praktisch, also jedes Monster, das du in dem Set hier drin hast, ist ab der Runde 2 so. Aha! Oh! Das ist. Fuck, das ist Big Brain Thread. Das ist witzig, ich hab davon eingezogen, aber er hat so: Ach komm, pack den rein, falls jemand einen Blue Eyes oder einen Trihorn oder einen Curse of Dragon sieht, weißt du? Ja, das ist gar nicht dumm. Das ist gar nicht dumm. Bis auf den DM und den Skull sind alle Tributmonster, die wirklich was taugen, sind ja, Drachen. Ja, sind Drachen, ja. Und ich dachte mir so, okay, da kommen wir keine mehr 2000 drüber, aber... Aber weißt du, was richtig dumm ist? Jetzt, theoretisch ist es ja blöd, weil mein Succubus Knight nicht drüber kommt. Aber, ja, klar, natürlich. Ja, mehr Schwerter. Ach ja, ich kann ja nicht angreifen. Ich wollte sagen, warum kann der nicht angreifen, aber ich hab die Schwerter vergessen. Wir haben noch mehr super seltene Karten. Erstens haben wir mehr Monde. Und wenn wir schon dabei sind... Mäh. Ja, es ist sogar Game, ne? Reicht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit dem Haufen irgendwas gewinnen. Ich auch nicht, aber wir haben. Ja, das tut weh. Wirklich kein Removal, keine Traps. Und du hast ja die Karte, die halt zwei tributiert, eine zerstört, du hast Fallgrube, du hast die Schwerter, die du theoretisch ziehen kannst als Super Rare. Da waren so viele Karten drin, die halt nützlich gewesen wären. Jetzt nicht gut, aber nützlich. Und was sehe ich? Nix. War auf jeden Fall witzig. Ja, war super. Ich wusste, dass es so ausgeht, aber es war trotzdem witzig. Ey, ganz ehrlich, Game 1 war übelst knapp. Ja, das war knapp. Das hätte, wenn du den Curse of Dragon nicht gezogen hättest, hätte ich tatsächlich... meine Strategie war quasi, ich gehe Second und zerstöre deine Monster, bevor du tributieren kannst, weil ich ja wusste, dass ich kein Out dafür habe. Mhm. Aber dann fängst du dich an mit dem Giant, mit dem 700. Ich so, okay, es wird interessant. Wir hatten die ersten 8 und 9 Karten, waren alles Vanillas, wir hatten keine Spells. Ja, wie du siehst, reicht das trotzdem. Und ich habe 3-mal Top der G aktiviert. Wir haben, also Top ganz kurz vom Zeugs, das wir brauchen können. Wir haben 2 Fishes, wir haben den Bug, wir haben die Swords, den 2-Prompt Attack, hier ist ein paar Scheiße, wir haben 3 Walls. Ja, Curse of Dragon, Dark Magician. Aber so scheiße ist das gar nicht, weil du hast halt zumindest ein Removal gehabt. Also das Spalt und die Trap, die geben ja so viel Momentum wieder zurück. Das ist halt schon heftig. Ja. Die Trap ist vor allem im Grindgame gut, was wir vorher hatten. Da kann der Gegner so einen 20-50er rauslegen und du schießt halt trotzdem ab. Ja, ja. Ja, das war das erste Match von der PSL. Ich hoffe, es geht für mich erfolgreicher weiter. Muss ich fairerweise sagen. Ja, viel Erfolg. Kriegst du hin. Aber. Viel Erfolg noch. Würde ich euch auch, ne? Ups. Tülö. Dreckzerstörung. Zerstörung am Ende des Videos. So muss das sein. Genau. Ich schmeiß ja noch Sachen hier. So Rage. Das ist mein Rage-Moment.